Hörchen. Ja, wäre ganz gut, wenn man den wieder hinkriegen würde. Würde uns die Sache auf jeden Fall vereinfachen, hier rein und raus zu kommen. Mir gerade noch mal mein Säftle ein. Das ist aber viel Fruchtsaft drin. Ich ahne was ganz, ganz Fürchterliches bezüglich des Xenos, wie auch immer. Ich glaube, das könnte noch ziemlich blutig ausgehen. Habe ich aus Versehen rausgeklickt. Wie langweilig. Ja, das war das nicht auch sein Satz beim letzten Mal? Ich glaube, gegen den müssen wir dann ganz kurz zum Schluss antreten. Okay. Ja, und Gust dazu. Hallöchen. Dann einmal zu Yugiri. Okay. Bei dem 64er sind wir jetzt. Das ist ja schon mal ganz okay. Da haben wir nur nicht die Hälfte erreicht. Auch so eine Kudorus. Also. Wobei, hatte ich für sie uns nicht noch eine andere. Warte, da muss ich gleich mal gucken. War der Meinung, ich hätte noch eine andere Rüstung gekauft. Ich muss jetzt gerade einmal ganz kurz gucken. Ja, das hier war's. Hätte ich hierfür
Hier weiß ich es tatsächlich gerade nicht. Ob ich hier auch was hatte? Aber scheinbar nicht. Das hatte ich auf jeden Fall. So. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens wieder eine andere Rüstung. Ich wusste doch, ich hatte noch irgendwas gekauft. Dann kann ich den anderen Rest wieder verkaufen. Glaube ich, oder? Oder zumindest ins Lager packen. So, dann teleportieren wir uns einmal raus. Far, far away. Reparaturen. Irgendwo unter uns müsste es sein. Ja. Hallo, Yugiri. Okay. Ja, dann machen wir doch mal Luki Luki. Und horchen mal, ob uns irgendjemand irgendwas verraten möchte. Ich Gusa. Okay. Einmal. Was sind das denn für coole... warum können wir kein Wolfsmensch sein? Ich... Das sieht cool aus. Und das passt gerade. Sieht aus wie ein Kaninchen. Was? Das ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Kaninchen sind die mit den ganz langen Hasenohren. Unter anderem. Quasi. Das ist ein Wolf. So. Genug getanzt. Hat er. Ja, aber Kaninchen haben nicht so lange Schwänze. Kaninchen haben meistens nur so Puschelchen. Kleine, süße, niedliche Puschelchen. Das Outfit ist auch geil. Oh, ich will so ein Schokopummelchen haben. So, ich bin am Überlegen, ob ich mich mit dem Heiler mal für eine Prüfung anmelde. Oder allgemein mal wieder ein paar Imis übe. Ich habe nämlich jetzt mit dem Heiler
Bis. Ja, gut, das hier habe ich ja, kenne ich ja sowieso. Aber bis hierhin quasi geübt. Das klingt immer so albern, wenn ich sage, ich übe. Ich bin noch viel zu langsam als Heiler, teilweise. Bis ab da müsste man eigentlich mal weitermachen. Mir grotzt aber so ein bisschen vor. Vor allem weiß ich nicht. Wobei, na gut, doch, in die einfachen Dinger könnte man jetzt so noch reingehen. Und in die größeren würde ich dann so reingehen. Jetzt bin ich hier komplett raus. Das brauche ich. So einen brauchen wir noch, ne? Sprinte um dein Leben. Krämerin, was hast du denn? Warte mal, was hast du denn? Okay, gibt es tatsächlich nichts. Wo ist es denn? Nee, auch da gibt's nichts. Schade. Und Waren? Nachsrogen, Gieserblatt. Okay, hier würde es also auch Gieserblatt geben. Zu wissen. Ich finde immer öfter jetzt irgendwas in Gieserblättern. Informationen sind gesammelt. Jukiri. Ja, besonders. Ja, doch. Naja, gut, es geht. Wir haben ein bisschen was herausgefunden. Und wir sind bei Stufe 67. Wenn das so weitergeht. Okay, das, glaube ich, was für die Windätherquellen. Habe ich recht? Ich glaube. Da vorne wahrscheinlich auch. Sehr gut. Dann nehmen wir das auf jeden Fall an. Das hier unten möchte ich auch einmal gucken. Autsch. Ah, der Knochen gebrochen. Wenn das nämlich auch für Windätherquellen ist, dann würde ich das erstmal machen. Ah ne, das war das Falsche. Richtung Süden wäre Windätherquelle. Dann suchen wir die doch direkt gleich mal. Da ist noch was. So ein bisschen erinnert mich die Musik an eine Serie, die ich öfters schaue. Okay, ich gehe erstmal da hinten hoch. Mal habe ich einen besseren Blick. Will da ja eh hin müssen.
Hier noch einmal. Oh, hallo Drachi. Südwest. Das heißt dann in die Richtung. Nehmen wir erstmal das hier mit. Das suchen wir einmal nach der Windätherquelle. Nicht irgendwo. Nee. Ah, ne, da! Ich wollte gerade sagen, in der hintersten Ecke. Aber diesmal ist es nicht ganz so verzweigt. Leid, Trauer, Verzweiflung. Okay, das ist dann die Hauptquest da unten. Die möchte ich dann ungern schon machen. Richtung Westen, das wäre dann wahrscheinlich dahin. Okay, das schauen wir dann gleich mal. Dann haben wir hier runter. Einmal. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Schauen, ob wir hier eine Windätherquelle finden oder ob sie dann eine Etatotive ist. Wir könnten Glück haben. Oh Gott, da ist ein etwas schwerer Gegner. Nordost. Norden. Soll denn jetzt hier was sein? West? Ganz entweder nur ganz oben sein, wenn ganz oben noch was ist, oder ganz unten. Nee. Was da oben drauf? Ist da oben. Hier dann wieder Nordwest. Ja, das muss da oben sein. Hoffe ich. Unten ist es definitiv nicht.
Mama kommt doch gar nicht höher. Ja, das höchste, was es gibt. Okay, ja gut, habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie man da hinkommt. Fliegen kann ich nicht. Ich kann mir echt vorstellen, dass man dann da hoch irgendwie muss. Guck mal. Wir müssen da eh hoch. Oder ich war eben zu blind. Das war direkt vor meiner Nase. Ja, auch noch eine Möglichkeit. Auch eine sehr naheliegende. Okay, bisher haben wir Glück. Okay, ja, hier oben war's. Was für eine miese Kacke. So, und der nächste. Okay, jetzt sind wir wirklich weiter Richtung Süden. Das schaue ich dann, wenn wir da wirklich hingehen. Blöden Dinge muss ich auch mal damit gehen. Hast du etwa noch nicht? Ich mache das immer halt direkt, wenn ich schon in den Gebieten bin. Weil, ne? Dann kann ich wenigstens fliegen. Irgendwann. Das kriege ich einen Rappel. Ich habe mich so ans Fliegen gewöhnt. Es ist aber nur schlimm, dann hier unten rumzuturnen. Hier ist noch so ein bisschen Kraut. Und da hinten ist noch ein bisschen Kraut. So. Bitte sehr. Rennt von A nach B nach C nach D. Vögelchen. Ganz schön in der Nähe des Spatzen in die Henne, damit sie auf die Suche nach Schädlingen gehen. Ach du grüne Neune. Ja. Ach, sind die süß. Gott, waren die niedlich. Ich will auch so einen kleinen Spatz haben. Hui! Ach, kann es sein, dass wir gar keinen Begleiter gerade mit haben? Hast du doch. Stimmt. Stimmt. Du hast nur keine Flügel. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich klebe dir einfach irgendwann mal so Flügel an. Während du schläfst mitten in der Nacht. Geh nochmal schnell mit dem Wuppi. Mach das. So, Wind der Quelle. Juhu. Achso, morgen nicht online im Garten. Das Tor ist offen. Ah, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen.
Gut, dass ich fast immer mit Leine rausgehe. Ach da, ich bin einmal dem Ziel vorbeigelaufen. Ich muss das Buch noch machen. Ich habe immer noch das Buch von letzter Woche. Autsch. Wie viel Zeit man sich mit dem Runterspringen spart. Und Stufe 67. Es wird Zeit, dass ich meinen Heiler auf 60 kriege. Es wird echt Zeit. Zumindest auf 64 wird sich der Heiler noch kriegen. Ich krieg so viele Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein Rüstungsteil von einer Quest erhalten habe, die ich auch benutzen konnte. Ich glaube, das ist schon Ewigkeiten her. Oh, ist diese Musik schön. Ein Reittier mit der Musik wäre geil. So. Jetzt aber wirklich in die Richtung. Bin noch am Überlegen. Ich denke mal so. Ab 22, 30, 23 Uhr rum würde ich mich um die Innis kümmern. Wenn das okay ist. Also. Ne? Inni klingt gut. Ja, ne? Auf mich mit deinem komischen, ekelhaften Zeug da anzuspucken. Das ist nicht nett. So. Dann helfen wir dir mal. Ja klar, jetzt kommst du an, du Riesenhornkäfer. Nashornkäfer, Entschuldigung. Es ist ein Nashornkäfer. So. Nein, lass mich jetzt. Ich hab noch nicht mal voll das Leben hier.
glaube, das überlebe ich nicht. Würzum ist eng. Oh Gott. Warte einmal ganz kurz hier. So. Und einmal gelbe grüne Zähne sammeln. Oh, hallo Raupi. Die gefräßige Raupe. Die heißt bestimmt Nimmersatt. So. Toll, mit dem lahmarschigen Drachen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Nein, hier ist deine Blümchen. Sei zufrieden damit. Geh da hinten jetzt irgendwie wieder hoch. Gott, ich will auffliegen. Weißt du, ich sehe alle über mich hinwegfliegen. Ich bin an den Boden gebunden. Wird hoch genug sein, oder? Ja. Gott sei Dank sind wir richtig. Ah, okay, deine Schwester.
Irgendwann kriegen wir die schon noch dazu, dass sie uns helfen wollen. Irgendwie mag ich das Outfit. So, okay. Jetzt dürfen wir aber abgeben, ne? Sehr gut. Und wieder aufs Reittier. Mit denen ich heute schon so oft. Ja, egal. Das ist die Nashornkäfer. Klar, der hat mich diesmal nicht entdeckt, oder was? Okay. Und wer hat tote Knochen gebrochen? Oh, dieses Schokopummelchen. Die sehen cool aus. Aber das eher. Okay. Und es gibt neue Aufträge, glaube ich, ja. Windederquelle. Es geht aber schnell jetzt. Wenn das andere auch noch Windederquelle ist, dann sind das die letzten zwei. Ja, Ende des Gebiets. Mit Windederquellen. Tatsache. Das, ja. Okay. Na gut, ich will mich nicht beklagen. Hier für das eine müssen wir zur Rubinsee scheinbar. Oder? Nee. Wurde. Ach so. Okay. Ja. Komm mal. Okay, das ist da. Und. Das ist da. Okay. Verstanden. Dann geht's doch einfach mal in die Richtung. Wir müssten ja, glaube ich, eh Richtung Süden. Ja. Schauen wir, ob wir die nächste Windätherquelle finden. Weiter nach Süden. Wenn wir Glück haben, kommen wir direkt drauf zu. Ja, das tun wir. Okay, schade. Ja, was ist das für ein Vieh hier?
So ein Riesenkoloss. Hab so das Gefühl, die Monster werden jetzt immer größer. Quelle. Die nächste wäre im Westen. Also da hinten irgendwo. Wir haben hier aber noch einiges zu erkunden. Wir erkunden jetzt auf jeden Fall mit den Ätherquellen hier so ein bisschen. Ah. Ich brauche auf jeden Fall. Wasserschlangen. 3 Stück brauchen wir. Ach, das war zu spät. So, 1 von 3. So gut, was sind das für Viecher? Leben, könntest du dich ein bisschen schneller wieder auffüllen? Okay. Kommst du glauben, dann brauchen wir nur noch eine Wind-Ether-Quelle durchquetscht. Okay, wie weit im Westen müssen wir noch? Ja, noch ein kleines Stückchen. Manche Viecher sehen echt sehr seltsam aus. Nordwester. Windätherquelle. Ja. Geht gut voran. Wuffs, Leute, Plünderer. Ach ja. Natürlich muss ich gegen ihn kämpfen. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht.
Ich mag doch die Wölfe. Hör doch mit den Wölfen. Wasser. Beifuß. Das haben wir eingesackt. ...320 Richtung Westen. Es ist nicht weit. Komm. Wir gucken einmal. Wenn wir es finden, ist gut. Wenn nicht, dann... Da ist es. Ja, das ging schnell. Aua. Lass mich... Ich will nicht. So. Harmonisieren wir einmal. Richtung Nordwest. Ja, gut, das wollen wir jetzt aber nicht, ne? Tja. 43 Nordwest ist ja den Katzensprung.